Nein, grundsätzlich war es nicht gerade der beste Start, was ich auch muss sagen. Allerdings hat er mit einem Highlight angefangen in Australien, wo es eigentlich gut gelaufen ist. Darum beklagen tue ich mich nicht. Und man lernt aus diesen Phasen definitiv mehr. Und darum bin ich heute eigentlich auch happy, dass ich den zweiten Match gewinnen konnte. Und ich nehme einfach jeden Match, gerade wie es kommt, versuche das zu machen, wo ich am Arbeiten bin und so Schritt für Schritt weiterzumachen. Ich finde es einfach immer irgendwie mega cool, um in der Schweiz zu spielen. Ich weiß nicht, ich spiele eigentlich auch meistens recht gut. Ich fühle mich einfach sehr, sehr wohl und das kenne ich da jetzt auch schon von letztes Jahr, wie es so ist. Giasso kenne ich auch und ja, es ist eigentlich, ich freue mich einfach immer auf die Turniere und ich finde es mega cool, dass wir jetzt das Jahr ziemlich viel eigentlich auch daheim in der Schweiz haben. Also grundsätzlich schaue ich eigentlich nicht wahnsinnig drauf, weil ich lege mehr Wert auf meine persönliche Entwicklung und auf die spielerische Entwicklung. Aber man hat es immer so ein bisschen im Hinterkopf, auch jetzt eben hinsichtlich Paris-Quali. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es denn aussieht. Logischerweise ist es ein Ziel, weil es ist, jetzt kommt mega darauf an, was jetzt diese Woche noch passiert und nächste Woche. Und, aber klar ist es natürlich auch das Ziel, im Ranking Ende Jahr einen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Ja, es geht eigentlich mehr auch ein bisschen seinen eigenen Charakter kennenlernen, was dann nachher dementsprechend auch Auswirkungen auf den Platz hat. Und das ist eine grosse innerliche Arbeit auch, die man machen muss. Und ja, da bin ich täglich dran. Und das ist ein langer Prozess, aber im Moment ist es auf einem guten Weg.